Glück auf, herzlich willkommen zurück zur Schalke-Karriere. So, müssen hier noch auf Weiterspielen drücken und dann starten wir direkt rein ins Spiel. AEA Limassol, Zins 1930. Wo ist Limassol? Griechenland? Also Zypern? Sag ich was Falsches? So, es geht gegen Bremen ins Pokalfinale. Nicht Finale, dritte Runde. Und ja, das wäre richtig gut, wenn wir uns da durchsetzen. Bremen auch ein Gegner, der in der Liga keine Chance hat. Ich glaube, die haben sogar gewonnen zuletzt. Ich glaube, die hatten noch weniger Punkte. 10 Punkte sind eigentlich schon relativ stabil. Die hatten zwei Siege, einmal gegen Stuttgart und einmal gegen Dortmund. Ja, gucken wir mal, was wir machen können. Vasilidis hat eine gute Form, allerdings ist der gerade nicht besonders frisch. Ich guck mal, wen wir da auf der Bank haben. Bischoff, der auch eine relativ gute Form hat, deutlich frischer ist. Dominik Drexler könnten wir für Mollet einsetzen. Ansonsten ich das so lassen. Gehe noch mal in die Spielergespräche rein. So, rein ins Spiel. Dann sehen wir zu, dass wir die Bremer schlagen. So, Spiel beginnt. Bremen mit der ersten Chance und machen den Treffer. Marvin Ducksch, Vandenberg sieht schlecht aus. Genau so einen Start habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt. So, jetzt müssen wir erstmal hinterherlaufen. Spielen direkt weiter offensiv. Nächste große Chance. Und auch da geht der Ball rein. So, jetzt kommen wir mal vors Tor. Mit der gelben nächste Chance für uns. Wenn da nicht treffen. Ein Treffer vor der Pause wäre psychologisch wichtig, haben wir aber leider nicht geschafft. So, was ist noch möglich? Taktisch müssen wir offensiver werden. Wir Bülter rein. Ja, mehr Wechsel sind nicht drin. Gar nicht zufrieden mit der Halbzeit gewesen. Probiert jetzt ein bisschen offensiver zu stellen und dann noch ein paar Wechsel. Hoffe, das fruchtet irgendwie. Stadion ist ausverkauft in Bremen. Wenig los hier in der Partie. Sind wir schon in der letzten Viertelstunde? Nee, kommen wir nicht zurück. Viel zu harmlos. Viel zu harmlos und sehr, sehr blöd, da die Gegentore bekommen.
verdient aus dem Pokal rausgeflogen. Und es geht direkt weiter gegen Stuttgart. Wir müssen aufpassen, dass wir solche Leistungen nicht mehr zu häufig sehen. Weil wenn wir hier auf die Liga gucken, 22 Punkte sind auch nur 5 Punkte bis auf Bochum. Und wenn wir so weiterspielen wie eben, dann wird das alles nichts. Ich mach mal die Abwehr ein bisschen höher. So, Einsatz auf 95. Simon Terodde 10 Tore, Polter 9 Tore, Keke Top 8 Tore. Und Pülter, wo ist der? 4 Tore. Kraus hat 12 Vorlagen. Bischoff hat 8. Vasialidis 4 Tore, 6 Vorlagen. Vier Tore, zwei Vorlagen. Mollet. Drei Tore, zwei Vorlagen. Ist von beiden nicht besonders stark. Mit Rodrigo Salazar los. Ein Tor, eine Vorlage. Er hängt so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. So, Kolodziejczak, ganz schwach drauf. Glaube, ich schmeiß jetzt einfach mal den Smahic rein. Ich lasse Terodde Keke Top als Joker. Gehen wir rein. Nach einer Minute direkt wieder den Gegentreffer geschluckt. Ja, also unsere Mannschaft ist gerade in einer sehr, sehr schwachen Phase. Wir müssen versuchen, da irgendwie rauszukommen. Ich meine, Stuttgart ist jetzt auch nicht die Top-Mannschaft der Liga, ne? Und da, gut, jetzt haben wir ein paar Angriffe, aber da sind wir auch direkt nach einer Minute hinten. So, was können wir verändern? Mollet können wir bringen.
Aydin. Gülter. Jetzt mal eine größere Chance neben Tor Bülter. Ist halt in dieser Saison richtiger Chancentod. Da nichts draus geworden. Zu Hause haben wir schon mehr erwarten können. Und wir gehen 1:0 baden. Bin auch mit Polterterodde unzufrieden. Hülter ist halt auch nicht gefährlich. Ich glaube, ich lasse jetzt wirklich mal den Top im nächsten Spiel starten. Ceballos lehnt Wechsel ab. Seguin wechselt ablösefrei. Sehr gut. Jetzt gegen Bochum muss der Sieg kommen. Ja, alles oder nichts. So, Salazar jetzt auch noch verletzt. 24.02. Gut, das geht noch. Terodde geht mal raus. Die Bank. Und auch Bülter auf die Bank setzen. Oder aus ganz raus. Gespräche führen. So, jetzt gegen VfL Bochum. Auswärts Derby. Ne, Platz 16 gegen Platz 14. Wenn die das gewinnen, dann können die da an uns vorbeiziehen. Da dürfen wir nicht verlieren. Polter kann weitermachen. Brunner früh mit der Gelben. Jetzt kommt Bochum. Große Chance für uns, zu unplatziert. Polter trifft nicht. Wenigstens ein frühes Gegentor wie beim letzten Mal. Lass das mal so weiterspielen. Nächste Chance. Und Mollet zieht aus 25 Metern ab. Der Ball ist drinne. Drittes Saisontor und was für ein wichtiges. So, ich wechsle mal Brunner für Aydin. Einfach aus dem Grund mit der gelben Karte. Dass wir da bei der Führung nicht Unterzahl geraten.
So, ich mach mal ein paar Wechsel. Keke Top für Terodde. Wobei der Polter ist rein von der Luft her mehr ganz so frisch. Oh, dann Mollet würde ich noch drauf lassen, aber Vasialidis gegen Kraus. Und der nächste Treffer. Bischoff. Erstes Tor, junger Mann. Wunderbar. Vasialidis mit der Vorlage wird jetzt ausgewechselt. Das ist so ein wichtiges Spiel. Das ist ein Game Changer im Abstiegskampf. Das befreit uns aber sowas von. So, was machen wir als nächstes? Florian Flick für Kral. Und Florian Flick direkt mit dem Treffer. Memo Aydin, beides, alle drei, ne, Bischoff nicht, aber Aydin und Flick, Einwechslung. Beide jeweils hier mit der Vorlage. Und ich würde sagen, Kaminski tun wir noch rein fürs Maic. Bisschen Erfahrung hinten drinne. Ist noch der Ehrentreffer für Bochum. Schade, dass es nicht zu null ausgegangen ist, aber sehr, sehr wichtiger Sieg. Wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, 25 Punkte. Ich meine, wir sind noch nicht gerettet oder so, aber das ist sehr stark, ne, dass wir da den Vorsprung jetzt ausgebaut haben. Wir haben zwei Mannschaften hinter uns bis zum Relegationsplatz. Das sind 7 Punkte. Aber wir haben noch eine lange Rückrunde zu spielen. Die Top-Mannschaften kommen noch. Und unten wird so langsam auch gepunktet. Ja, bei Bochum eher weniger, aber bei Bremen wieder deutlich mehr. Die waren mal komplett abgeschlagen. Jetzt sind sie leicht drangekommen. Haben nur noch 4 Punkte auf Bochum, 5 Punkte auf Augsburg. Augsburg auch gewonnen. Da müssen wir achten, dass wir nicht jedes Spiel verlieren, sondern immer mal wieder auch punkten. Aber das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Und auch bis zum direkten Abstiegsplatz ist es ja auch so eine Sache, weil man kann ja auch über die Relegation drinnen bleiben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt auch nochmal extrem gestiegen, dass wir das darüber erreichen. So, jetzt geht's zum Derby. Das Spiel der Spiele zu Hause gegen Dortmund können wir nachlegen nach diesem Megasieg, mega wichtigen Sieg gegen Bochum. Ja, hier Derby gegen Dortmund. Auch nochmal eingeblendet. Das ist ein besonderes Spiel. Und ja, einige Spieler, gerade in Florent Mollet, in eine Topform reingekommen. Klar, mit diesem wunderbaren Treffer. Und es war ja auch er, der so die Wende eingeleitet hat. Weil Thomas Ovejan hat auch eine super Form. Smajic hat sich sehr, sehr gut eingefügt in der Innenverteidigung. Ist auch ein gutes Duo mit Vandenberg. Vom Kraus würde ich wieder reinstellen. Kral oder Flick. Wie vielleicht diesmal mit Flick, der ja auch den Treffer dann gemacht hat. Icke Top. Tun wir mal Terodde für Polter rein. Und ich würde sagen, das Spiel gegen Dortmund schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ein richtig guter Cliffhanger. Wenn du die nicht verpassen willst, dann folg doch gerne rein. Dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, auch wenn du die Glocke aktivierst, wenn ein neues Video kommt. Dann verpasst du nichts von der Schalke-Karriere. Bis dahin eine gute Zeit. Tschö.